Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Motovlog. Beziehungsweise Tankvlog. Nein, Spaß. Ich muss nur gerade hier ein bisschen was auftanken. Zack, zack, zack. Woo. Zack, 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 zack. Ja, also tanken wird jetzt hier gemacht, vollgetankt. Maschine aus. Luisa und Nadine sind auch am Start. Ja, 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 ja. Wir tanken die Maschine jetzt voll und dann geht's weiter. Bis gleich. So, fertig mit dem Tanken. Die GoPro war gerade des Todes beschlagen irgendwie. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Da war ein bisschen Feuchtigkeit wohl mit in dem Gehäuse drin. Ja, also ich hoffe, weil ich habe jetzt das neue, das schwarze Gehäuse. So, jetzt seht ihr es mal. Und es fängt wieder an zu beschlagen. GG. GG. Oh meine Fresse, ey. Da ist Feuchtigkeit irgendwie mit rein. In der Hülle. Und das ist jetzt locker schon wieder komplett beschlagen. Die Kamera beschlägt des Todes. Mein Gott, das fuckt mich jetzt gerade so ab. Ne, die Kamera beschlägt einfach des Todes. Nee. Ich werde nichts aufnehmen heute. Guck dir das an. Nee, guck mal meine Linse an. Warum ist denn das so? Weil da Feuchtigkeit drin ist in der Hülle. Ja, dann muss ich mal trocknen. Ja, das krieg ich. Das krieg ich jetzt so leicht nicht hin. Dann brauchen wir auch nicht durch die Stadt fahren. Alter, da hat's gerade geblitzt. What the fuck? Ich hoffe, das ist auf der Kamera drauf. Ich habe die Kamera gerade wieder angemacht. Vorhin war ja die ganze Zeit so beschlagen und so. Das hat mich ein bisschen abgefuckt. Das Beschlagen ist jetzt so ziemlich weg, aber da ist immer noch ein bisschen was drauf. Ist aber deutlich weniger drauf. Sieht man hier in der im Spiegel. Und jetzt ist gerade am Gewittern. Hier zieht ein Unwetter auf. Und wir fahren jetzt nach Meckes. So sieht's aus. Ich bin jetzt nämlich nur noch mit Luisa unterwegs. Und wir haben beide Hunger. Und wenn man Hunger hat, dann fährt man nach Meckes. Ist halt so. Ich werd bezahlt von Meckes. Die sponsern mich. Leute, blitzt es aber heftig. What? Ich hoffe, das geht drauf, ey. Das sieht man sowieso, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man es sieht, aber es blitzt da wie sonst was. Richtiges Unwetter. Mal schauen, wo wir unsere Motorräder gleich unterstellen hier. Ich gehe davon aus, dass es hier gleich regnen wird. Was machst du da? Warum? Achso, der biegt ab vor ihm. Okay. Okay. Und hier geht die Welt gleich unter. Alter, guckt euch den Himmel an. What? Natürlich geht hier gleich die Welt unter. Ich meine, wir könnten noch nach Hause fahren, aber nee. Wir haben Hunger. Alter, schon wieder so ein Blitz. Sieht so geil aus. Ich liebe Unwetter irgendwie so. Blitz, Sturm, wenn man dann so zu Hause chillig ist oder so. Ich mag das. Aber wir fahren ja jetzt. Also nichts mit zu Hause. Ja, wir sind ja bei Meckes, also quasi zu Hause. Alter, heftig, ne? Ja, Mann, auf einmal, what? Was war das? Dann, wo du gezeigt hast, ne? Wo ich gezeigt hab? Nein, davor noch einer. Ja, also, ich hab gezeigt und 5 Sekunden davor war der Blitz. Nein, davor war noch einer. Echt? Ja. Achso, kann sein. Ich glaube, den hab ich nur so beiläufig gesehen. Dann habe ich irgendwann die GoPro angemacht.
Oh, es beschlägt schon wieder, ey. Warte, komm mal mit. Wir parken woanders. Ich bin gerade am Überlegen. Wir stellen die da auf den Parkplatz. Nein. Ich helfe dir gleich. Hier kriegt die nicht ganz so viel Regen ab. Lenkradschloss rein. What? Also die Welt geht unter und wir gehen jetzt zu Meckes. Meckes? Die Welt ist gerade untergegangen, als wir bei Meckes waren. Wir wollten jetzt erst draußen unter die Schirme setzen und dann kam noch übelster Wind dazu und so. Wir haben da jetzt mal so eine knappe Stunde verweilt. Jetzt hat es aufgehört mit dem Unwetter und ja, jetzt fahren wir weiter. Fahren wir Richtung nach Hause. Kann er nicht noch weiter in der Mitte fahren oder? Oder geht das nicht? Noch weiter in der Mitte kriegst du nicht hin, ne? Immer diese Radfahrer, die genau in der Mitte von der Fahrbahn fahren. Boah, da hinten gewittert es wieder richtig. Vorhin war es ja aus unserer Richtung, wo wir hingefahren sind, am Meckes. Das ist genau die andere Richtung. Das Ganze ist so ein bisschen, das Unwetter ist halt weitergezogen. Ich habe übrigens das Intro vergessen und habe einfach mittendrin gestartet, fällt mir gerade so auf. Habe aber nichts gelabert, einfach so. Keine Ahnung, ich schneide aber irgendein Intro rein und ihr werdet das gar nicht merken. Oder nee, besser, ich packe einfach das vorher die Aufnahmen mit rein und dann wieder sein ganzer Modevlog. Einfach den ganzen Müll zusammenschneiden in ein Video und zack. Und hochladen. Ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel, dass ich so ein bisschen Müll zusammenschneide, weil ich hatte eigentlich geplant, was Besseres aufzunehmen, aber dann ist die Kamera direkt wieder beschlagen und so, ey. Feuchtigkeit wegen der neuen Hülle, war irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit noch mit drin, keine Ahnung. Fuckt mich ein bisschen ab. Jetzt beschlägt es ja jedenfalls nicht mehr, wenigstens das. Kann sein, dass das beschlagen hat, weil es in der Stadt, weil es so warm war und so, keine Ahnung. Jedenfalls hoffe ich, euch hat der Monovlog gefallen. Ich habe ein bisschen viel rumgelabert jetzt. Aber wenn euch der Monovlog gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Luisa, Daumen nach oben. Daumen nach oben. Warte mal. Komm mal hier hin. Daumen nach oben. Sie nickt einfach nur. Tschüssi! Was? Die Ampel ist grün? Die Ampel ist nie grün, wenn man hier lang fährt. Nie! Die hat man eigentlich nie in grün. Ich bin hier, glaube ich, noch nie in grün vorbeigefahren. Ich bin schon so oft lang gefahren durch Neunkirchen. So, mal gucken, ob jetzt noch hier beim Freibad was los ist. Vorhin, als wir hier lang gefahren sind, da war richtig was los hier im Freibad. Jetzt sind wahrscheinlich alle weg. Komplett leer. Ja, also voll ist was anderes. Die haben zugemacht wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich einfach zugemacht, weil es Unwetter kam und so. Neunkirchener Freibad, kleinstes Freibad EU West.
Gewitterwürmer fliegen alle in den Helm rein, ey, es nervt. Auf, zu und weg sind sie. Das muss man dann immer machen, wenn die in den Helm reinfliegen, einmal den Helm auf und dann wieder zumachen. Man muss mindestens so 80 drauf haben, damit das geht. Luise, wo bist du? Hallo? Hallo Luisa? Hallo, wie geht es Ihnen? Wissen Sie, wie Sie heißen? Was? Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Anders einlenken. Und die. Hast du. Hey! Zieht die Alte die Bremse, ey! Jetzt hör auf! Ah. Gleich schmeiß ich dich in den Busch! Hast du gepupst? Was? Hast du gerade gepupst? Nein. Ach, so sicher? Ja, bin ich. So. Man sieht gar nicht mehr den roten Punkt. Das ist voll kacke, oder? Ich sehe es trotzdem, ob ich aufnehme. Ja, aber jetzt können andere Leute, wenn die irgendwo mit dir fahren, nicht mehr sehen, ob du aufnimmst oder nicht. Also, ich kann dir nicht mehr sagen, ob du noch aufnimmst. Ich kann selbst reingucken. Man sieht hier so einen Timer, ne? Ja, man sieht auch den ganzen roten Punkt, so den Schatten noch so ein bisschen, aber nicht mehr viel. Fahrt jetzt. Tschüss, Leute. Sitzt du mit auf meiner Bank? Tschüssi. Sitzt du mit auf meiner Bank? Ja. Ich hab die Füße auf dem Boden. Geh, fucking geh. Nen. Tschüssi. Tschüssi. Guck mal da. Puff. Was? Ich hab die Kamera auf dich drauf ballern lassen. Oh.